Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Bloodborne. Wir sind hier in der letzten Folge im Labyrinth in der zweiten Ebene angekommen und ja, ich hoffe, ihr hattet alle eine schöne Weihnachten. Morgen ist ja dann schon Silvester, denn heute ist der 30. Diese Folge, die kommt heute noch online, um genau zu sein, in 3 Stunden. Und okay, ich würde dann mal sagen, gehen wir mal hier weiter. Ich habe natürlich keine Ahnung, was mich hier erwartet. Ich wollte mich hier doch schon mal umschauen in der letzten Folge, ne? Rechts haben wir einen Weg. Ist an der Decke irgendwas? Sind das Spinnenweben? Oh, bitte keine Spinnen. Ich höre was. What the fuck? What the? Was zur Hölle? Wow! Wow, was bist du denn? Oder was seid ihr? Okay, ein Schlag reicht voll aus. Habt ihr mich erschrocken? Alter Schwede, hallo, macht mal halblang. Ich meine, es geht ja eigentlich voll mit dem Schaden, ne? Die ziehen gar nicht so viel ab. Aber was war das? Haben die mich gerade erschrocken? Ich gehe hier noch voll langsam. Okay, da habe ich auch noch einen Weg. Nicht aufgeben. Super, toller Hinweis. Was haben wir denn da vorne? Eine Leiter? Hier rechts werde ich nicht durchkommen. Ich laufe trotzdem mal hier lang. Und gucke mal, was wir da noch so haben. Kann ich das kaputt machen? Bestimmt. Ja. Hat es mir was gebracht? Nein. Ah, hier ist auch noch eine Nachricht. Vorsicht vor Überfall. Ein Jäger ist niemals allein. Ah ja. Das habe ich aber eben nicht gesehen. So, Moment. Ich gehe jetzt erstmal hier nach rechts. Hier möchte ich natürlich auch kaputt machen. So, hier werde ich aber noch nicht durchkommen können. Erst später. Gut, bevor ich jetzt irgendwo hochkletter, würde ich sagen, ich gehe erstmal hier geradeaus. Oder? Ah, da hinten kann ich was plündern. Sehe ich gerade. Okay. Oh. Okay. Ich gehe einfach mal. Komme ich denn da hin? Jetzt habe ich ja doch Lust hochzuklettern. Na ja, gut. Ich laufe jetzt erstmal hier hin. Nimm das hier mit. Quecksilberkugeln. Warum hat. Was war das? Oh, hi. Oh, shit. Das hat mir aber doch schon viel abgezogen. Moment, ich habe da noch einen gesehen. Ja. Schön. Kann man hier vielleicht irgendwo dagegen schlagen oder so? Sieht irgendwie alles so verlockend aus, als wäre hier hinten dran irgendwas. Was ist denn hier los? So, das habe ich jetzt auch kaputt gemacht. Ende hier. Hinweis. Wundersam Ritual. Oh, hätte ich das vielleicht nicht kaputt machen sollen? Ich höre doch schon wieder was. Wo kommst du denn her? Wo kam der denn jetzt her? Bist du von da oben runtergesprungen? Sag mal, das gibt's doch nicht. Sind die von oben runtergesprungen oder geht's hier doch irgendwie durch? Nein. Sollte mich vielleicht dann doch nochmal heilen? Ich weiß jetzt schon gar nicht mehr vor lauter Schreck. Ah doch, Quecksilberkugeln habe ich da aufgesammelt eben. Doch, ich kann mich wieder erinnern, was es gewesen ist. Juhu. Was war das? Sag mal, wo kommt ihr denn her? Moment mal. Die kommen von oben. 100%. Da gab es doch in der letzten Folge, da gab es auch so eine Quelle, ne? Wo die doch die ganze Zeit irgendwo herkamen. So, jetzt müssen wir diese Quelle erstmal finden. Stimmt, hier drin ist das gewesen. Oder? Okay. What the flip? Meine Güte, wo sind wir hier? Ja, das war so klar, ey. Lass mich in Ruhe. Vorsicht. Okay, ich muss aufpassen, wo die herkommen. Habe ich jetzt die Aufmerksamkeit von den anderen? Ich muss aufpassen, wo die jetzt herkommen. Ja, ich höre doch eine Glocke. Und wenn die Glocke läutet, gut, die kommen von hier. Alles klar. Hey, Ruhe hier. Halblang. Ja, ich bin schon da.
So, dann wird der Glockenmeister hier bestimmt auch irgendwo sein. So, erledigt. Ja, und da kommen schon die Nächsten. Ja, das hat sich aber auch schneller erledigt. Das hat ja auch mal gerade voll witzig ausgesehen. Okay. Oh. Hallo? Ja, da ist noch einer. In Ordnung. Ich möchte aber erstmal noch zurück. Ich möchte mich da erstmal noch überall umschauen. Alter Schwede, echt jetzt? Wie war das nochmal, wenn ich meine Waffe zusammenbaue? Ja, vielleicht sollte ich damit mal jetzt arbeiten. Da sollte vielleicht ein Schlag genügen. So, aber erstmal hier rundlaufen. Geist ansehen. Nein, das muss nicht sein. Kann ich das hier nicht kaputt machen? Nein. Kann ich nicht. So, erstmal zurück. Erstmal müssen wir uns hier umschauen. Na, da hinten haben wir doch schon was, was wir mitnehmen können. Eine Blutfiolen, 3 Stück. Das ist doch nett. Fallen ist effektiv. Effektiv. Wo soll ich mich denn hinfallen lassen? Hä? Moment mal, ich überlege gerade, wo ich denn da hinkomme, wenn ich hier runterfalle. Da komme ich nämlich zu dem anderen Bereich, glaube ich, ne? So, zack. Der ist runtergefallen. Moment, ich muss mal was ausprobieren. Weil ich mir jetzt nicht sicher bin, wo ich da hinkomme. So, hier komme ich wieder zur Leiter, hier runter. So, hier kann ich, glaube ich, runterspringen, ohne dass ich Leben verliere. Okay, alles klar. Das ist eine Lüge gewesen. So, hier wäre ich jetzt runtergefallen, glaube ich, oder? Nein. Ich bin dann doch woanders. What the flick? Was war das? Hallo? Da. Ich habe den gar nicht gesehen. Zack und weg. Wo kam der denn her? Riecht nach schrecklicher Feind. Wo, hier drin? Abscheulichkeit von Wächter. Ja, da wäre ich runtergefallen. Hier wäre ich hergekommen, wenn ich runtergesprungen wäre. Okay, da steht schon mal einer. Oh, shit. Das ist uncool. So, wer ist denn noch da? Hallo? Könnte man hier mal Licht anmachen? Ich könnte ja meine Laterne benutzen. Vorsicht vor Falle. Welche Falle denn? Steht da einer? Nein. Sind es hier Fallen? Ist da vorne irgendwo vielleicht... Ah! Ich bin gerade erschrocken, dass ich das hier gerade gesehen habe. Ah, da vorne, ich sehe, glaube ich, wenn da ist eine Stufe. Und die schießen vielleicht Pfeile raus oder so. Könnte ich mir gut vorstellen. Ja, okay, aber ansonsten gibt es hier auch nichts. Komm, spaßigshalber will ich mal drüber laufen. So, und? Was ist jetzt passiert? Okay, ich möchte das auf jeden Fall nicht nochmal ausprobieren. So, ich fühle mich hier total unwohl. Ich möchte hier raus. Und möchte dann hier nochmal die Treppen hoch, die Leiter hochklettern. So, denn oben hatte ich ja noch einen Weg. Oh, mag ich so gar nicht. Und ich wurde jetzt schon hier, wie oft jetzt erschrocken in der Aufnahme? Schon 3 Mal. Und wir sind bei einer Aufnahmezeit von 10 Minuten. Super, läuft bei uns. So, wie war das hier nochmal? Hier habe ich eigentlich... Ah, ich muss hier in den Raum. Nee, da bin ich doch gewesen in dem Raum. Ich war in dem Raum.
So, und hier stand, springen oder fallen ist effektiv. Warum ist hier fallen effektiv? Das würde ich gerne wissen. Was ist daran jetzt so effektiv? Und ich frage mich jetzt, wo ich hin muss. Bin ich jetzt nicht in der Sackgasse? Hier ging es ja noch runter. Stimmt, hier ging es ja noch runter. Denn da unten ist ja noch so ein großer. Stimmt. So, erstmal aufpassen. Wer ist denn noch hier rechts? Seht ihr uns schon? Okay. Ich glaube, der dürfte jetzt aber auch nicht so ein großes Problem sein. Ich heile mich mal trotzdem. So. Hallo. Wow. Du bist schneller als gedacht. Das habe ich nicht kommen sehen. Das habe ich wirklich nicht kommen sehen. Das ist uncool. Der zieht voll viel ab. Oh ja, auch gewusst wie, oder? Shit. Zack. Puh. Und ich sag noch, ja, ist bestimmt kein Problem. Ja, von wegen. Ich hätte nicht gedacht, dass er so schnell ist. So. Was haben wir hier? Ah ja. So, Moment. Gerät bedienen. Dann komme ich jetzt durch die Tür hinten. Irgendwo hat sich eine Tür zum Labyrinth geöffnet. Ganz genau. Und da werden wir jetzt höchstwahrscheinlich dann auch einen Boss antreffen. Könnte ich mir gut vorstellen. Deshalb möchte ich dann doch jetzt meine Waffe wieder auseinandernehmen. So. Okay, dann komme ich hier hin. Ganz genau. Ich benutze aber nochmal die Leiter, denn ich verliere ja Leben hier. Das ist uncool. So, Moment. Ich glaube, ich hätte das hier nicht kaputt machen dürfen. War das jetzt hier rechts? Nein, hier. Links. Okay. Dann würde ich sagen, auf geht's. Was? Drei Stück wieder? Oh nein, uncool. Oh shit, oh shit, oh shit. Okay, Moment, hold up, nicht anvisieren, da ist der nächste. Okay, immer mit der Ruhe. Der eine schießt, schießen alle? Der hat eine andere Waffe. Okay, nee, die machen andere Sachen hier. Ey, shit! Steh auf! Nicht anvisieren! Nicht anvisieren! Nicht anvisieren, bitte! Nicht anvisieren! Feierabend! Sind die denn schnell? Oh, jetzt kommen alle drei. Das ging daneben weg! Sehr gut. Oh, shit. Okay. Ja, mit der Pistole, den möchte ich ja dann zuerst mal loswerden hier. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die... Wow, shit! Scheibenkleister hier. Sehr gut, weg. Sehr gut gemacht. Wow, shit! Nein! Aufpassen! Aufpassen! Scheibenkleister! Okay. So, komm, nimm die Beine in die Hand. Super. Was ich sagen wollte, ich könnte mir gut vorstellen, wenn ich den einen erledige, dass sie schneller werden. Ja, ganz genau. Dich möchte ich nämlich erledigen. Sehr schön. Super und tschüss. Verdammt! Nicht anvisieren. Komm, lauf, 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 lauf. Laufen. Immer schön laufen. Da fehlt nur noch ein Schlag. Bei dem. Oh, so, wo sind die denn jetzt? Ah ja, super. Wo ist denn der mit der Waffe? Ah ja, nicht hier auf jeden Fall. Gut, und tschüss. Verliere ich Leben eigentlich, wenn ich hier runterspringe die ganze Zeit? Habe ich jetzt gar nicht aufgepasst eben. Ich bin abgelenkt gerade. Verdammt. Ja, das war sehr gut. Das ist er gewesen. Okay.
Shit. Okay, los. Feierabend, jetzt bin ich da noch hängen geblieben. Okay. Komm, nimm noch eine. Oh, verdammt, jetzt habe ich nur noch eine Blutviole. Uncool. Oh, verdammt. Wer kommt die Treppen runtergelaufen? Wo ist denn der andere? Kommen die zu zweit jetzt? Wo ist der andere denn jetzt hin? Ah, der steht hier. Das ist gut. Bleib da auch ruhig stehen. Stehen bleiben sollst du da bitte. Du sollst da bitte stehen bleiben. Scheibenkleister. Haha, nicht getroffen. Okay. Aber sie werden nicht schneller. Ich dachte, die würden schneller werden. Oh mein Gott. Und ich bin hier eigentlich noch zu stärker, ne? Wow, shit. Ist der raus? Es wird aber Zeit, dass du jetzt gehst. Verdammt, ich krieg den nicht anvisiert, während der da steht. Jetzt aber. Okay. So, dann sind wir alleine. Ist das cool oder nicht so cool? Ist, glaube ich, nicht so cool, oder? So, ja, zack, zack. Hochmut! Nein! Jetzt, mach ihn fertig! Sehr gut gemacht. Jawohl. Oh, Wurzelkelcherhaltung erhalten. Erhaltung, Mäßigung, Blutedelstein. Blutsteinscherben, 2 Stück erhalten, okay. So. Ich hätte ja eigentlich schon viel früher hierher kommen sollen, ne? Da wäre das bestimmt gar nicht so einfach gewesen. Super. Immerhin. Ich habe natürlich keine Blutechos mehr. Also noch eine Blutviole, meine ich. Ich habe nur noch eine Blutviole. So, und jetzt bin ich in der 3. Ebene, oder? Da bin ich jetzt fertig hier. Möge das gute Blut den Weg weisen. Das gute Blut. Ja, es geht wieder nach unten. Okay. Ja, und Ebene 3. Hier sind wir in der 3. Ebene. Gut, die Tür muss ich öffnen. Damit ich zu meiner Laterne hier komme, nicht wahr? Sehr schön. Oh. Das hier sieht ja auch wieder sehr düster aus. Ich weiß aber jetzt nicht, ob ich jetzt ehrlich gesagt hier mit euch durch möchte. Gut, geöffnet habe ich schon mal alles. Super. Oh, hi. Wir sind doch alte Friends mittlerweile. Ja. 104. Das hier hört sich ganz ekelhaft an. Das ist das Feuer unten. Ah ja. Okay. Muss ich etwa mich da runterfallen lassen? Achso, nee, hier ist eine Leiter. Ja gut, dass ich die auch sehe. Leiter absteigen. Das muss nicht sein. Ja, dann komme ich... Hat er mich gerade erschrocken. Komme ich später hier rein. Ja, und da wird der nächste Bosskampf dann auf uns warten. Ja, da möchte ich jetzt nicht hin. Hier kann ich mir Hilfe holen oder was? Beschwöre Oleg. Okay. Gut, nein, das möchte ich nicht. Ich möchte erstmal zum Traum des Jägers zurückkehren. So, Traum des Jägers. Hier wären wir. So, und jetzt kann ich das hier dann anwählen. Genau, in Ebene 3. So, was hat das jetzt zu bedeuten? Siegelkarma? Kelch entfernen. Zusätzlicher Ritus, geteilter festes Verlies, Privatsphäre offen, Feldsymbol 3N7Q, Ersteller, Verlies teilen. Ach so, für online oder was? Und was bedeuten hier diese, ja, Seelenknochen da? 2, 4, 5? Hat das was zu bedeuten? Moment, kann ich hier irgendwie auf Info klicken? Ich glaube, jetzt habe ich einen Screenshot gemacht. Okay.
Ich habe hier noch einen Kelch bekommen. Bevor ich den jetzt aber abstelle oder so, werde ich mir den erstmal anschauen. Moment. So. Das ist der Wurzelkelch, nicht wahr? Dafür benötige ich Ritualblut. 2 Stück. Und Grabschimmel 3. Okay. Und natürlich 1000 Blutechos. Gut, die habe ich aber noch nicht. Kann ich das aber trotzdem dann schon mal hier abstellen? Kelchritual. Ja, das Ritual durchführen kann ich ja nicht. Das funktioniert nicht. Okay. Wie dem auch sei, es macht nichts. Ich werde jetzt erstmal nach... genau, zum Zentrum von Janam kehren und werde da erstmal Blutviolen farmen und nehme euch gleich nochmal mit hinzu. Leute, ich nehme euch gerade mal mit hinzu. Da unten liegt eine Frau, die tot ist. Ich frage mich, wo die jetzt herkommt. Also immer, wenn ich hier nochmal zurückkomme, passiert hier irgendwas. Hier konnten wir doch auch mal mit jemandem sprechen, aber keine Antwort. Da war auch früher mal Licht an, glaube ich. Okay. Dann gucken wir mal, was das für eine Frau ist. Boah, da bin ich aber auch richtig smooth gesprungen hier. So, 2x Blutviole. Genau, geh du mal gerade weg hier. Okay. Weiße Botenschleife. Hatte ich nicht die rote Schleife abgegeben? Boah, ich weiß nicht mehr. Irgendwas war damit. War das nicht noch in der letzten Folge? Oder kam die jetzt hier irgendwo raus? Schwierig, schwierig, schwierig. Klopfen, ja, da keine Antwort, da ist niemand mehr. Die sind irgendwie alle. Keine Ahnung. Einige haben sich verwandelt, andere begehen Selbstmord. Moment, lass mich mal sehen, was das für eine Schleife ist. Ich weiß gar nicht, ob die auch hier mit aufgelistet ist. Nein, ist sie nicht. Dann wird das höchstwahrscheinlich hier sein. Die weiße Schleife. Weiße Schleife, die Boten seltsam gern haben. Stimmt, das sind Boten, die wir gesehen haben. So nennen die sich doch. Nicht verwenden, ich möchte das sehen. Weiße Schleife, die Boten seltsam gern haben. Eine Schleife aus feiner Spitze, die auffallend glänzt und einen Boten fast wie ein bezauberndes junges Mädchen aussehen lässt. Ja, tut mir echt voll leid. Hätte ich gern irgendwie gerettet, saven können. Tut mir leid. Vielleicht in meinem nächsten Spieldurchgang. Wozu ich dann allerdings aber auch einen Guide nutzen werde. Denn wenn ich das Spiel platinieren möchte. So, weg. Und dann bin ich mal gespannt. Da werde ich bestimmt wieder auch an der einen oder anderen Stelle so richtig gegen den Kopf schlagen und denken, ja, wie blöd, wie ich das so oft tue. Ah, eine Blutviole. Dankeschön, das ist ja nett. Von dir bekomme ich Quecksilberkugeln. Von denen habe ich auch einige. Mein lieber Scholli. So, jetzt kommen hier die 2 Werwölfe. Gut, okay, ja, ich werde jetzt mal hier weiterfarmen und ja, nehme euch dann gleich nochmal mit. Gut, im Traum des Jägers, hier bin ich wieder und möchte... Ja. Okay. So, Moment. Möchte jetzt erstmal kurz zu ihm hier. Zu den Boten. Gegenstände erlangen. Gucken wir mal, was es hier noch so Neues gibt. Ich hoffe nichts. Ritualblut. Das benötige ich ja, ne? Eigentlich. Aber das möchte ich mir jetzt noch nicht kaufen. Möchte mal gerade noch nach den Waffen gucken. Oh, Ludwigs Gewehr. Ja, ja, nee, hier habe ich auch nichts getan. In Ordnung. Dann möchte ich mal gerade hier nach oben. Hier möchte ich hin.
Ich glaube, der Rollstuhlfahrer hier kommt auch nie mehr. Habe ich mir bestimmt auch irgendwie was versemmelt. Genau. Ich wollte aber jetzt genau hier zur Werkbank. Vielleicht kann ich hier meine Waffe hier und da verstärken. Vielleicht? Nein, kann ich nicht. Kann ich nicht, wie es ausschaut. Aber meine Jägerpistole. Jo. Ja. Könnte man. Die Kanone. Die könnte ich doch auch mal ausrüsten eigentlich, oder? Komm, ich pack mal die. Moment, ich mach das mal. Ich möchte das jetzt mal probieren. Meine Jägerpistole, die kommt mal weg. Ich kann die Kanone hier nicht ausrüsten. Das ist das Problem gewesen, ne? Ich glaube, ich kann die Kanone nur rechts tragen. Und das mag ich nicht. Das mögen wir nicht. Okay, hier gibt es eine Fackel und eine Jägerfackel. Ich glaube, die packe ich mal weg. Und nehme mal die Jägerfackel. Ja, okay. Könnte ich ja auch mal benutzen, ne? Statt meine Laterne immer anzumachen. Weil im Ladebildschirm steht ja auch immer, dass die Jägerfackel ein bisschen effektiver ist, ja? Also, dass sie heller sein soll als die Laterne. Naja, gut. Waffen reparieren, das kann ich aber wenigstens tun. So, linke Hand gibt nichts. Blutedelsteinverstärkung. Die Jägeraxt. Hier habe ich schon drei Sachen drauf. Genauso wie hier auch. Moment, stopp. Blutangriff. Nein, dann nehmen wir die 12,8. Ja. Das war's dann auch schon. Schade, dass ich die Waffe nicht noch ein bisschen verstärken kann. Das wäre schön gewesen. Was war das hier nochmal? Mein Lager. Gell, hier könnte ich was einlagern. Moment mal, jetzt sehe ich hier doch bestimmt meine Quecksilberkugeln. Die sehe ich doch bestimmt hier drin. Okay, was ist das? Achso, das sind andere Kelche. Okay, alles klar. Quecksilberkugeln 264 sind gelagert. Ja, sollte vielleicht mal öfters hier rumschießen. Das hat gerade so ausgesehen, als würde da jemand sitzen. Ich glaube, das reicht nicht, um aufzusteigen. Muss ja auch nicht sein, das machen wir ein anderen Mal. So, Moment, jetzt möchte ich hier nochmal zurück. Ich möchte in der Ebene 3 jetzt erstmal weitermachen. So, das hier meinte ich. Die Boten hier. 5 Stück. So, hello. Ebene 3 im Labyrinth. So, hier müssen wir rein. So, hier rechts ist einer. Oder? Ah, ne, das ist egal. Der steht mal rechts, mal links. Genau, und tschüss. Ah, dich muss ich zweimal schlagen. Achso, ja gut. Es sei denn, ich wechsle zu meinem anderen Schwert rüber, ne? Das könnte man ja vielleicht. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich bin dann so. Als wäre das zu schwer. Ah, ich könnte meine Axt aber auch mal probieren. Nein, ich möchte meine Axt nicht probieren. Diese Taste muss ich drücken, genau. Wow, hey! Der hat mich gerade irgendwie ein bisschen, ja, nicht erschrocken. Überrascht. Überrascht hat er mich, genau. Überrascht kann man sagen. Okay, das hier ist nicht schön. Das hier ist eklig. Geist ansehen. What the flip? Kennen wir doch. Dieses Wesen. Wow, shit. Are you serious? Okay, ich glaube, ich muss die Waffe wechseln. Weil ich mir damit einrede, ich bin zu langsam. Mit dieser anderen Waffe. Ja, ich muss den erstmal erledigen, ne? So, komm, mach das Vieh kaputt. Natürlich. Wow, shit, wow. Holy moly. Okay, es ist wenigstens kaputt. Das ist die Hauptsache. Um euch kümmere ich mich gleich. Ich möchte jetzt erstmal zurücklaufen. Hier spuckt doch noch einer rum. Wer ist das denn jetzt? Hallo, darf ich mal bitte? Komm, roll schnell, schneller, 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 schneller. So, die kommen doch gleich. Ach du meine Scheibe.
Ja, kommt her. Wer spuckt denn da Feuer? Würde ich mal gern wissen. Wer ist das denn? Ja, die laufen einfach weg. Ich würde gern wissen, wer da noch steht. Ha? Boah, verdammt! Ich dachte, ich hätte ihn erledigt. Wo kommen die denn jetzt her? Das ist doch er, der Feuer spuckt, oder nicht? Ah, der war nicht kaputt. Mein Fehler. So. Wer schleudert hier mit dem Feuer um sich? Wer spuckt denn hier rum? Geh mir nicht auf den Keks. Jetzt kann ich hier erstmal den anderen suchen. Oh, shit. Wow, shit. Nein. Da oben steht irgendwo einer. Aufpassen. Oh, shit. Ja, wir sind doch... Was sind das hier für... Gerät bedienen. What the flip? Geh mir mal nicht auf den Keks, ey. Darf man sich mit... Wo ist dein Magier hier? Wer beschwert dich denn hier die ganze Zeit? Wo ist der? Den muss ich jetzt erstmal ausschalten. Ah, ihr kommt von oben. Das ist schon mal gut zu wissen. Denn ihr regt mich hier gerade komplett auf. Ist das der da hinten? Ja, da hinten ist er. Jingle Bells, Jingle Bells. Hier ist ganz schnell mal Ende hier. So, hat sich ausgeklingelt. So, Quecksilberkugeln. Sehr schön. So, dann kann ich mich jetzt auch in Ruhe um den Rest hier kümmern, der mich hier nervt. Ach, du hast mit der Kanone geschossen. Kann ich denn damit auch interagieren? Gerät bedienen. Tatsächlich. Seht euch das an. Die sind das gewesen. Ich dachte, dieses Riesenvieh da unten war das. Okay. Hallo. Wow, shit. Ja, du gehörst wahrscheinlich auch noch mit dazu. Zur Gruppe. Da gehe ich jetzt mal noch nicht rein. Ich werde erstmal hier draußen alles erstmal erkunden. Ja, und dich möchte ich natürlich auch erledigen, ne? Ganz klar. Oh, da hinten liegt was. Da oben steht auch noch jemand. Da werde ich dann wahrscheinlich auch noch entlang kommen können. Ritualblut 2 Stück. Sehr schön. Die brauche ich auch. Was haben wir hier? Nochmal das Ritualblut. Ja, danke schön. Da unten ist auch nochmal so ein Riesenvieh. So, jetzt suche ich aber erstmal den Weihnachtsmann. Hilfst du denn auch mit Bomben? Und so ein Kram. So, jetzt wollte ich aber mal nach dem Gerät hier gucken. Kann ich das denn bedienen? Moment. Gerät bedienen. Was passiert? Irgendwas habe ich geöffnet, oder? Oder ich habe eine Falle ausgelöst. Oh. Ich komme nach oben. Wow, shit. Okay. Das erinnert mich gerade ein bisschen so an Dark Souls. Genau, lass mich mal hier raus. Wow, shit. Ich habe keine Ahnung, was mich hier oben erwartet. Alter, wie oft kannst du denn noch schmeißen? Jetzt ist mal hier Ende Gelände. So, dann bin ich hier oben. Oh, hier wollte ich eigentlich auch nicht hin. Ich wollte erstmal unten überall rumlaufen. Das habe ich auch wieder toll gemacht, oder? Moment, da steht doch einer rechts. Oh nein, das ist irgendwas anderes. Aber ich höre was. Ist irgendwas an der Decke? Ich entschuldige mich jetzt schon mal im Voraus, falls es gleich laut wird, weil ich mich erschrecke und rumbrülle. Hier? Achso, damit komme ich wieder runter. Ergibt Sinn. Und hier ist niemand? Ihr wollt mich doch veräpfeln. Hinweis, Lügner voraus. Okay. Hier komme ich runter. Angeblich. Vorsicht, behandeln, Freund. Welchen Freund? Ich bin maximal verwirrt. So, hier haben wir mal zur Abwechslung Licht. Ah! Hier kann man reingehen. Fürchte dich vor Überfall. Ja, dann, wir werden da auch noch nicht reingehen. Wie gesagt, ich habe unten noch was zu erledigen. Da möchte ich dann mal zuerst hin.
Hier ist wirklich sonst nichts. Okay. Wenn ich runterfalle, verliere ich Leben. Deshalb benutze ich mal hier mein Käfig, mit dem ich ja dann auch hier hochgekommen bin. Sobald ich ihn gefunden habe. Was haben wir hier? Nichts hier außer Dunkelheit. Ja, und ein Weg hinten, ne? Ich komme irgendwo hinten hin. Jetzt höre ich hier doch schon wieder so komische Sachen. Ach, das ist bestimmt das Riesenmonster unten. Könnte gut sein. Bin mal so gerade ein bisschen gelaufen, als wäre ich besoffen, weil ich mir gerade hier meine Nase gekratzt habe. So, dann gucken wir mal hier, wo dieser Weihnachtsmann ist, der hier rumläuft, der nicht so ungefährlich ist. Und da sind wir gekommen. So, jetzt laufe ich mal hier meine Runden. Oder meine Runde. Genau. Moment. Gerät bedienen. Das kommt jetzt auch von oben runter. Was wir oben gesehen haben, da vorne ist er, mein Freund. Sehr schön. Und mit dem muss ich später hoch diesen Raum erkunden. Da ist eine Brücke. Wo führt die denn jetzt hin? Bleibt er da jetzt? Da hinten steht noch einer. Okay. Der steht irgendwie so da, als käme er jetzt nicht mehr weiter. Ja, du scheinst ein bisschen zu groß zu sein. So, das war's. Nicht so laut. Bitte nicht so laut. Ritualblut. Dankeschön. So, hier stand doch noch einer. Oh. Das hier sieht aber auch irgendwie aus wie eine Falle hier. Oh. Das sieht alles aus wie eine Falle und ich laufe rein. Und was habe ich hier? Mäßigung Blut, Edelstein. Okay, wie gesagt. Ich werde jetzt erstmal hier draußen rumlaufen. Erstmal hier draußen. So, hier ist diese Brücke. Ist da vielleicht ein Weg? Hier gibt es keine Geheimgänge, oder? Oder ich hatte echt einfach nur unfassbar viel Pech? Denn jede Wand, die ich geschlagen habe, da ist nie was passiert. Und deshalb denke ich, dass es hier sowas nicht gibt. So, da vorne kann ich was mitnehmen. Ah, da vorne ist der andere Große, jawohl. So, das hier möchte ich jetzt natürlich haben. Kaltbluttau 3. Stufe 3. Schlag mal jetzt mal noch hier noch dazwischen. Nein. Da passiert auch nichts. So, dann werde ich erstmal unten durchlaufen. Und wenn ich unten durchgelaufen bin... Genau. Nee, der spuckt auch Feuer. Seht ihr? Der kann das doch. Ich weiß halt nicht, wie viele Schläge wir brauchen. Einige Schläge. So, jetzt ist Ende. Jetzt ist Ende. Ach, guck mal, er hat was da gelassen. Der Arkanschleier, 3 Stück. Was ist denn Arkanschleier? Das muss ich doch jetzt wissen, was das ist. Arkanschleier. Das ist hier gar nicht mit dabei. Hier, Arkanschleier. Material für ein Ritual des heiligen Kelches. Oh, und das bekommt man von dem. Material für ein Ritual des heiligen Kelches. Die winzigen Mengen von Dunst, die man in bestimmten Ritualmaterialien findet, braucht man manchmal für besondere Rituale. Durch den zusätzlichen Ritus der finsteren Glocke erscheint die Glockenläutende. Wenn sie eine finstere Glocke läutet, erscheinen Jäger aus anderen Welten als Gegner. Naja, ich versuche ja gar keine Glocken zu läuten, damit ich einfach so ein bisschen auf der sicheren Seite bin. Damit werde ich mich, glaube ich, mal auseinandersetzen, wenn ich das Spiel nochmal selber für mich spiele. Kehre um. Das gibt's doch nicht. Ja, kehre um. Ich muss jetzt sowieso nach oben, aber ich möchte erstmal hier unten durchlaufen. Hier unten gibt's bestimmt doch auch noch was.
bilde mir ein, Sachen zu sehen. So, hier ist jemand gestorben. Hier haben wir noch was. Fürchte dich vor Überfall. Welcher Überfall denn? Ja, ich habe mich um die alle schon gekümmert. Deshalb gibt es keinen Überfall. Moment mal. Dann muss ich jetzt, glaube ich, mit dir nach oben. Um oben weitermachen zu können. So, einmal aussteigen bitte. So, ah ja, seht ihr? Und hier sind wir auch schon. So, hier muss ich hin. Ja. Oh, hier passiert doch auch gleich wieder bestimmt irgendwas. What the flip? Ich hab's doch gesagt. Ich hab's doch gewusst. Ich hab's gewusst. Die denken auch, ich bin doof. Und dann schmeißen die doch mit so gefährlichen Sachen hier rum. So, jetzt ist Ende. Die bleiben auch liegen, das ist gut. Riecht nach Überfall. Ja, ich kam noch nicht mal so weit, um das lesen zu können. Gehe ich denn jetzt hin am besten? Da komme ich nach unten. Okay. Gut, dann schaue ich mich erstmal hier oben um. Hier kommt bestimmt auch nochmal ein Überfall. Fürchte dich vor Neugier. Vor der Kiste. Sind wir jetzt soweit? Nichts hier außer Trauer. Ich schlag mal. Nee, passiert nichts. Grabschimmel. Ja, das brauche ich auch für mein Ritual. Für mein nächstes Ritual, für meinen Kelch, den wir bekommen haben. Okay. Ja, trotzdem werde ich jetzt mal hier weiterlaufen. Oh. Oh, okay. Sie sieht jetzt auch wieder ein bisschen größer aus. Da unten gibt's was zum Mitnehmen. Ich glaube, es wäre aber am sinnvollsten, erstmal oben zu bleiben. Oh, das ist hier so stockdunkel, ey. Ich mag das überhaupt nicht. Ich mag solche Gebiete nicht, die so dunkel sind. Vielleicht geht die Brücke kaputt. Dann flippe ich aber aus. Keine Gnade für Dummköpfe. Okay. Möchte ich denn da rein? Möchte ich erstmal nach unten? Ich glaube, ich gehe erstmal hier rein. Oh, das ist so neblig hier. Nichts hier außer Blut? Das glaube ich nicht. Erinnerst du dich an Verführung? Decke. Achte auf die Decke, Nanaki. Oh, Neugier. Das verdanken wir Bleichblut. Blutviole. Ah, okay. Dann gibt es hier scheinbar doch nichts anderes. Danke für die 3 Blutviolen auf jeden Fall. Okay. Ja gut, dann können wir jetzt nur noch runter. So, Moment, mach mal langsam. Ich versuche hier erstmal so ein... Okay. Was hast du für Probleme? Da ist eine Tür. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass du kein Freund bist. Gegenstand aufnehmen, Quecksilberkugeln. Gibt's hier irgendwas, als sie hier jetzt gestanden hat? Oder er hier gestanden hat? Tür öffnen. Ach du meine Güte. Okay. Ja, ich bin maximal überfordert. Ich nehme das hier erstmal mit. Nochmal Blutviolen. Wird es jetzt knifflig hier? Weil ich überall Blutviolen bekomme? Zeit für Schleichangriffe. Wie viele sind denn hier in diesem Raum? Bist du alleine?
Kaltblutau. Ich denke, dass er alleine ist. Oh, der hat was Heißes. Oh. Oh, shit. Vorsicht. Jetzt. Shitstorm. Sehr gut. Und auch nochmal 3 Blutviolen. Achso, das sind diese Ritualdinger. So, Gerät bedient. Entriegelt. So, dann kann ich jetzt nach oben. Ich bin in die Falle getreten. Ja, aber ich hatte recht. Ich hatte recht. Hier ist eine Dings, eine Falle. Und die spucken Pfeile. Hab ich's mir doch gedacht. Ich hab den aber nicht gesehen. Ich hab keine Ahnung. Moment, ich probiere mal da hinten mal noch gegenzuschlagen. Zeit für physische Angriffe. Hier muss man vielleicht öfter dagegen schlagen. Nee. Und Rollen hatte ich ja auch mal probiert, ne? Nein. So, okay, dann kann ich hier nochmal rausgehen. Aber ich habe hier hinten jetzt noch eine Tür. So, wo komme ich denn jetzt hier lang? Mach langsam. Ach, wir sind wieder draußen. Ah, wir sind oben. Ah, guck mal. Das habe ich gar nicht mitgenommen. Der hatte auch noch eine Blutviole für uns. Super, und da haben wir 20. Ja, Moment, ich sollte mal eine nehmen. Schön. Bin komplett hochgeheilt. Moment, hier waren doch auch Treppen. Genau, hier sind Treppen. Okay. Dann sind wir in der Ebene 3. So gut wie fertig. Jetzt muss ich hier nur nochmal hoch. Und dann bin ich mal gespannt, gegen wen wir jetzt kämpfen müssen. Ich könnte natürlich ja erstmal zur Laterne gehen. Oder mir Hilfe holen. Aber Hilfe möchte ich mir nicht holen. Ich möchte das ja erstmal so probieren. Na? Okay. Hier ist noch eine Tür. Tür öffnen. Gibt es hier 2 Bosse oder was? Okay. Moment. Ich gehe erstmal. Okay. Ja, da ist die Tür. Hier komme ich zum Boss. Soll ich denn da hinkommen? Gibt es hier vielleicht 2 Bosse? Ist das vielleicht möglich? So, hier ist eine Leiter für nach oben. Hier ist noch eine Tür. Okay. Oh, ich habe die falsche Taste gedrückt. Hallo? Hey? Na du? Oh ja. Hä? Sind wir hier? Ich habe keine Ahnung. Hey, kannst mal hier bleiben? Oh, 2 Schläge haben ausgereicht. Da ist eine Leiter. Ich glaube, ich möchte erstmal nach unten. Langsam. Ah, hier ist noch eine Tür. Genau, mach das hier mal weg. Das nervt mich. Vorsicht vor Falle. Vorsicht vor Falle.
Erinnerst du dich an Falle? Zeig mir jetzt aber natürlich nicht wo, ne? Das ist schlecht. Erinnerst du dich an Falle? Ich achte jetzt einfach mal auf die Bodenplatten. Da vorne ist einer. Da vorne sind zwei. Okay. Ja, hallo. Feuerpapier. Dankeschön. Was für eine Falle. Ich bin jetzt mal so mutig und roll einfach mal. Vorsicht vor Falle. Okay. Ah, Moment. Hier haben wir noch was. Lass dich nicht in die Irre führen. Ja, zu spät. Zu spät. Naja, gut, das... What? Ah, die Falle war's. Die Falle ist es gewesen. Da ist eine Bodenplatte, die habe ich nicht gesehen. Die ist aber auch schwer zu sehen. Ist mir denn eben was passiert, als ich da durchgelaufen bin? Okay, gut, dann erstmal nach oben. Zurück und... Dann. Moment, jetzt muss ich erstmal überlegen. Und wo bin ich denn jetzt gekommen? Moment. Ja, ich kam von hier. Ich kam von hier, alles klar. Dann muss ich hier durch. Ah, da vorne ist doch nochmal so ein Friend. Aber nochmal ein etwas anderer Freund. Oh. Hi. Bleib mal gerade hier. Danke. So, sonst noch jemand da? Das hier sieht doch aus wie die Stelle von am Anfang. Da ist auch wieder eine Tür. Zeichen eines starken Jägers. Hier gibt es aber eine Menge Items hier. Guck mal, da darf ich auch noch was mitnehmen. Molotow-Cocktail. Hier gibt es bestimmt nochmal eine Falle. Hier werde ich gleich nochmal bestimmt überrascht von den anderen. Quecksilberkugeln. Ja, komm her. Und tschüss. So, und hier hinten lag noch eins. Grabschimmel. Nochmal drei Stück. Das ist nett. So, dann gucken wir jetzt mal, wo wir hier hinkommen. Dann ist wieder eine Tür. Ich werde ja wahnsinnig hier. So, da hinten ist Rauch. Was bedeutet, dass wir hier noch nicht waren? Was zur Hölle? Ich gehe erstmal zur Tür. Und gucke, ob ich die öffnen kann. Yes, kann ich. Gut. Was haben wir da unten? Oh, shit. Hast du mich erschrocken? Du Vieh hier. Mach, dass du verschwindest. Er hat sich da bestimmt in dem Rauch da versteckt, ne? Deswegen mag ich die Dinger da so nicht. Sieht man wirklich nichts. Okay, da unten geht's noch weiter. Gut, ich möchte aber dann erstmal hier rein. So, aufpassen. Rechts, links. Safe. Okay. Mache ich das doch erstmal kaputt. Und nehme hier noch drei Blutfiolen mit. Und habe hier meinen Freund. Oh, mit der Kanone. Okay. Ist mir immer noch am liebsten. Bist du alleine? Zack. So, ich weiß nicht, ob ich das jetzt öffnen soll. Das hier. Ritualblut. Sarg öffnen. Oh, oh. Habe ich jetzt hier irgendwas
Ich hätte bestimmt irgendeinen Geist freigelassen. Ritualblut. Okay, danke. Ich hatte da jetzt irgendwie Angst, dass ich jetzt in eine andere Welt komme. Durch den Sarg da. So, jetzt muss ich überlegen. Genau, hier muss ich noch hin. Hier muss ich noch hin. So, jetzt frage ich mich, wie ich da runterkomme. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich da schon gewesen bin. Ich werde da nicht runterspringen. Ich laufe lieber nochmal zurück. So. Dann habe ich ja alles. Dann kann ich ja jetzt dann zum... Ja, ich vermute mal zum Boss. Moment, nein. Ich bin hier gerade voll falsch gelaufen. Verdammt, aus welcher Tür komme ich jetzt? Ah ja, aus dieser Tür bin ich gekommen. Hier muss ich durch. Genau. Und dann musste ich rechts runter. Ne? War das nicht irgendwie so? Genau, unten bin ich ja schon gewesen. Genau, da wäre ich auch hingekommen, wenn ich runtergesprungen wäre. Seht ihr? Genau. So, und hier komme ich jetzt zum Boss. Mit der Heilung warte ich jetzt mal. Die nehme ich jetzt nicht. Mal gespannt, was das für einer sein wird, der hier auf uns wartet. Ein Hund? Aha. Okay, mit Feuer. Oh, shit. Verdammt. Boah, der hat mir aber gerade voll viel abgezogen. So, ausweichen oder so. Weg. Wow, 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 wow. Okay, also hier sieht es schon wieder ganz anders aus. Also der ist nochmal... Ich glaube, wir sind jetzt so auf einem Level hier, weil ich teile hier ganz, ganz wenig aus. Was soll das jetzt? Ah ja, damit ich da nicht durchlaufen kann. Sehr schön. Du bist ja richtig nice hier. Super. Aufpassen. Weg. Okay. Ja, dann komm doch mal her. Ja, diesen Angriff mag ich nicht so. Ich glaube, der ist richtig nicht so geil. Oh. Ich weiß nicht, ob hier jetzt Anvisieren richtig gut wäre. So, zack. Ja, das sieht doch gut aus. Mach was. Mach irgendwas. Was auch immer das war. Verdammt, verdammt. Ich komme nicht weg. Ich sehe mich nicht. Ich bin gestorben. Are you serious? So, dann auf ein neues. Dann auf ein neues. Ich wusste, das ist nicht so gut, den anzuvisieren. Ich wollte gerade sagen, hallo, darf ich noch gerade meine Blutechos mitnehmen? Wie gesagt, das gefällt mir hier gar nicht so mit dir. Zack. Oh, shit. Okay, weg. Verdammt. Ey, der zieht mir voll viel ab. Und bis ich dann aufgestanden bin und was getrunken habe, bin ich tot. Das kann doch nicht sein. Hallo, du darfst mal gerade hier stehen bleiben und tschüss. So. Hilfe könnte ich mir holen, das möchte ich nicht. Das möchte ich hier bei dem Boss nicht unbedingt. Den bekomme ich so hin. Das wird wahrscheinlich wieder so voll einfach sein mit dem. Nur bis ich dann wieder herausgefunden habe, wie das funktioniert, dann ist es schon 2025. Dann haben wir den schon 10-mal gelegt wahrscheinlich. So. Nimm deine Blutviolen. Sehr schön. Ja, genau. So, zack. Oh, shit. Oh, shit. Das da hast du aber auch richtig clever gemacht, Kollege. Oh, shit. Jetzt, seht ihr, jetzt liege ich da und kann mich... Ah, jetzt kann ich mich heilen. Na, dann... Dankeschön. Dankeschön auch. So.
Das macht mir jetzt halt gar nichts. Das auch nicht. Hat er mich jetzt getroffen? Echt jetzt? Komm, dreh dich, dreh. Sehr schön. Und jetzt? Verdammt. Das kann doch nicht wahr sein. Jawohl. Das sieht doch gut aus. Okay, jetzt habe ich halt keine Ausdauer mehr. Ich glaube, das war... Oh, zweite Phase. Oh, oh. Ich glaube, er ist wütend. Na gut, kann ich verstehen. Oh, shit. Hey, wow. Holy moly. Hat er mich getroffen? Schnell, heil dich. Verdammte Scheiße. Heil dich schneller, bitte. Nochmal. Okay, super. Ich hab's versucht. Das kann doch nicht wahr sein. Hallo. Das kann doch nicht wahr sein. Weg. Weg. Oh mein Gott. Okay, Vorsicht. Wow. Das da war aber jetzt gerade unfassbares Glück. Gerade wirklich. Oh oh. Ich glaube, das hier ist uncool. Komm, steh auf, Shitstorm. Das kann doch nicht wahr sein. Ach, das ist dieser Angriff da. Komm, halt dich nochmals. Das kann doch nicht wahr sein. Ich versuche doch so schnell zu sein, wie ich kann. Okay. Jetzt. Komm schon. Sehr gut, wir haben es geschafft. Jawohl. Die Beute ist erlegt. Zentralkelch. Feuerblutedelstein. Dankeschön. Oh, das war's? Sind wir mit dem Labyrinth durch? Weil ich komme ja gar nicht mehr weiter. Oder passiert jetzt noch hier irgendwas? Werde ich vielleicht gleich nochmal abgeholt und irgendwo hingebracht. 32 Einsichten. Ich bin richtig stolz auf mich. Okay. So, dann würde ich einfach mal in den Traum des Jägers zurückkehren. Oh, okay. Gut, meine Lieben. Moment. Bevor ich jetzt die Folge beende, möchte ich mir das hier noch gerade anschauen. Ebene 3 Herz. Ja, es gibt bestimmt noch Ebene, aber es gab ja keinen Weg mehr. Kelch entfernen sowie Verlies und Fortschritt löschen. Nein, das möchte ich nicht. Ich lasse das jetzt einfach alles mal so. Vielleicht kann mir einer von euch in den Kommentaren sagen, nee, Nanaki, da geht's noch weiter, du hast einen Weg übersehen oder so. Okay, gut. Dann soll's das jetzt erstmal in dieser Folge gewesen sein. Ich werde an dieser Stelle die Folge beenden und bedanke mich bei euch fürs Einschalten und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.